Katastrophenfall in Nürnberg. Im Großkraftwerk Franken 1 war am Montagnachmittag in einem Dampferzeuger ein Feuer ausgebrochen. Kurz nach 17 Uhr kam es zu einem Brandereignis in unserem Block 1. Also wir haben hier zwei Erzeugungsanlagen, Block 1 und Block 2. Und da ist es im Kesselaufstellungsraum zu einem Feuer gekommen.